Unsere Partei hat uns das Vertrauen geschenkt, Sie als Vorsitzende zu führen. Das ist Ehre, Privileg und Verpflichtung zur Verantwortung zugleich. Wir übernehmen diese Verantwortung. Wir haben in den letzten Tagen im Bundesvorstand gemeinsam und intensiv darüber beraten, welche Veränderungen es braucht und sind zum Ergebnis gekommen, es braucht einen Neustart. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen. Ahoi, mein Lieben, es gibt Sensationelles zu berichten. Die komplette Spitze der Grünen Partei ist zurückgetreten. Warum ist das sensationell? Nun ja, erstens ist das ein klarer Sieg für uns, für unsere Arbeit, für euch, dass diese unsäglichen Politiker erkannt haben, dass sie versagt haben. Zum Zweiten, wann trat in der heutigen Zeit schon mal jemand zurück? War ja früher auch ganz anders. Da sind die Politiker reihenweise wegen Kleinigkeiten zurückgetreten. Heute, wir sehen es an Olaf Scholz, am Bundeskanzler, der immer alles vergisst, der kann sich alles erlauben. Egal, es wird weitergemacht und es wird ausgesessen. Und von daher sogar ein bisschen Respekt von meiner Seite für die grünen Politiker. Die Bild schreibt, Paukenschlag in der Grünen Partei, der gesamte Grünen-Vorstand tritt geschlossen zurück, auch die Co-Chefs Ricarda Lang und Omid Nuripur, 49 Jahre alt ist der gute Mann, das berichtet Table Media, nie von gehört. Eine Grünen-Sprecherin wollte sich auf Bildfrage nicht äußern. Um 10.30 Uhr, das müsste jetzt gleich sein, wollen Lang und Nuripur vor die Presse treten und ein Statement abgeben. Die Grünen hatten bei den Landtagswahlen im Osten schmerzhafte Niederlagen erlitten, flogen in Thüringen und Brandenburg aus den Landesparlamenten. In Umfragen steht die Partei bei 9,5% und ist damit erstmals seit 7 Jahren einstellig. Was haben wir geschrieben hier beim Deutschlandkurier? Eilmeldung, Grünspitze tritt zurück. Ja, gut. Wiederholt sich eigentlich nur, was Bild auch schon geschrieben hat und auch, wir haben eine Anfrage gestellt und auch auf unsere Anfrage wollte man sich logischerweise nicht äußern, da es jetzt ja zu diesem Zeitpunkt aktuell eine Pressekonferenz gibt. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber Sie treffen sie aus Überzeugung. Sie kann ein Baustein sein für die strategische Neuausstellung dieser Partei. Und diese braucht es. Denn die Bundestagswahl im nächsten Jahr ist nicht einfach irgendeine Wahl. Wir entscheiden darüber, wie sich Deutschland in Zukunft entwickelt. Und ein bisschen entscheiden wir auch darüber, wer dieses Land eigentlich sein will. Tja, ich bin elektrisiert, meine Lieben. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Hau dir rein, mach weiter und bis später.